Sie war die Königsklasse, die Champions League, die Liga schlechthin, die ESL Pro Series, kurz EPS. Die ESL Pro Series war für mich eines der besten und wichtigsten Turniere, weil man immer wieder sehen konnte, wer die Besten in Deutschland sind. Emotionen und Spannung, das war die EPS. Und sie haben die Ball Matchup durch die Decke. 1 gegen 1 und die 7 hält bei 1. Und der Ball gewinnt dieses Duell. Wenn man es in die EPS geschafft hat, dann war man, sag ich mal, angekommen in Counter-Strike, Deutschland, Himmel. Der zweite EPS-Titel war ein ganz, ganz besonderer. War auch ein sehr, sehr schöner Pokal. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum 5. Intel Friday Night Game. Heute an einem historischen Datum. Ja! Ja! Ich sag das jetzt einfach, das Einzige, was Attax wollte, also die Spieler zumindest, war, mich zu besiegen. Die Matches zwischen Alternate und Mousebots, das war ein richtiges Derby damals. 10 Jahre lang kämpften in Counter-Strike 1.6 die besten deutschen Teams um die EPS-Krone. Und gemeinsam mit den Legenden von damals schauen wir heute auf die Geschichte der EPS zurück. Wir schreiben das Jahr 2002. Counter-Strike hat sich als Taktik-Shooter etabliert und die Spieler messen sich in verschiedenen Ligen. Es gibt zum Beispiel die Clanbase, die GameStar-Liga, die Stammkneipe und verschiedene Ladders der ESPL, die sich wenig später in ESL umbenennt. Der Kölner Turnierbetreiber hat ambitionierte Pläne für den E-Sport in Deutschland und kündigt am 1. August 2002 eine ganz neue, professionelle Liga an, die ESL Pro Series. Es gab halt natürlich 20 verschiedene Ligen. Die 20 verschiedenen Ligen hatten alle irgendwie ihre Besonderheit, aber keine davon war die Liga. Ne? Also wir wollten nicht eine Liga bauen, wir wollten die Liga bauen. Das ist der deutsche Meister. Wenn du da bist, hast du es geschafft. Und das war von Anfang an unsere Ambition. Maßgeblich an der Erfindung der EPS beteiligt sind ESL-Gründer Ralf Reichert sowie Alexander de Slash Müller, der später Chef des Schuldkommandos wird. Und er hat auch eine weitere Idee, die sogenannten Friday Night Games, eine Verbindung zwischen Gaming und Event. Es gibt dieses Monday Night Game im Football. Wir müssen das genauso machen. Wird dann ein Friday Night Game. Und wir müssen das in Deutschland verteilt machen. Wir müssen dieses Event dahin bringen, dass die Leute das feiern können. Wir müssen also in die größten Städte. Und wir können dem den Namen geben, der da vorgeschaltet ist, also Namensrechte. Ralf fand die Idee auch geil. Und dann haben wir das Ding relativ schnell gepitcht bei Intel. Absolutes Highlight immer. Ich habe mich immer gefreut, am Freitagabend dann in eine andere Stadt zu fahren. Wir hatten da coole Zeiten. Wir sind teilweise auch dann immer eine Nacht dort geblieben, haben mit den Leuten vor Ort dann was unternommen. Ich würde sogar fast schon sagen, noch besser als Turnierfeeling gewesen. Bei dem Turnier sitzt du halt natürlich vor deinen Rechnern oder irgendwo offline, aber du hast halt keine Zuschauer direkt vor dir. Und beim Intel Friday Night Games hattest du das immer. Und allein diese Stimmung, die immer da war, einfach Bombe, das ist echt unbeschreiblich. Es war auf jeden Fall auch eine Innovation und man hat sich auf jeden Fall gefreut, dass man die ganzen Leute da vor Ort gesehen hat, die ganzen Fans, die dann mit angereist sind. War schon ein bisschen verrückt, aber auf jeden Fall auch eine richtig gute Sache. Ja, es war eine neue Zeit. Es gab sowas noch gar nicht und die ESL hat da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Die Spieler auf den ersten Friday Night Games dürfen übrigens auf leistungsstarken Rechnern spielen, auf Intel Pentium 4 2,4 GHz Prozessoren. Moderiert werden die Events zu Beginn von ESL-Gründer Jens Hilgers, Nick Adams und Alexander Albrecht. Das 6. Intel Friday Night Game und wir sind wieder einmal in München. Mein Name ist Jens Hilgers, aka Great Sam. Neben mir dieses Mal Alexander Albrecht, aka Mad Dog, mein werter Co-Moderator, der heute Abend Nick Adams ersetzt, der sich nicht ganz so wohl fühlt heute Abend, aber er wird gleich wieder dabei sein, natürlich mit Counter-Strike. Es gab tatsächlich ein Casting. Und tatsächlich war der Nick ja auch der erste Vollzeit angestellte E-Sports-Moderator. Den haben wir als Moderator Vollzeit angestellt. Das war jetzt nicht so professionell, wie es jetzt gerade anhört, dass wir da so ein breites Casting gemacht haben, aber wir haben uns schon da viel mit beschäftigt und voll schon das autodidaktisch angegangen. Aber auch da schon, ich glaube, das ist bis heute so, wir haben das schon den Fokus darauf gelegt, nicht super krass gut ausgebildete klassische Moderatoren zu nehmen, die wir uns eh nicht leisten konnten, sondern authentische Gesichter, Leute, die mit Herzblut dabei sind und das Spiel und den Sport verstehen. Der Startschuss für die erste Saison der ESL Pro Series fällt im September 2002. Insgesamt 80.000 Euro Preisgeld werden ausgeschüttet, davon 28.000 im Bereich Counter-Strike. Gespielt wurde in der ersten Saison übrigens noch Counter-Strike 1.5.
14 CS-Clans messen sich in der ersten Spielzeit. Auf die Finals schaffen es am Ende Mouseboards, das Schrödkommando, Mortal Teamwork und POD. Ich habe total positive Erinnerungen an die EPS Finals. Die waren, wenn ich mich recht erinnere, im Future Point in Köln. Es war ein kleiner LAN-Keller, würde ich mal sagen. Also die ersten EPS Finals haben wir irgendwie im Hinterzimmer, so im Tonstudio halb, oder ne, weiß nicht, es war irgendwie so ein halber Schreibtisch da irgendwie drin. Wir mussten uns um die Ecke alle quetschen und im Nachbarzimmer, die nächste Tür war dann Mouseboards als Gegner, wo man dann nicht so laut sein durfte. Und also es war nicht bequem, es war eng, aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert und die Zuschauer draußen, es gab Zuschauer. Wie viel haben da reingepasst? 50 Leute, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht 100 Leute. Es war alles eng, schwitzig und aber einfach eine coole Atmosphäre. Du warst den Jungs und Mädels, die sich für CS interessiert haben, sehr nah. Den ersten EPS-Titel gewinnt das Team von Mouseboards und bekommt dafür satte 15.000 Euro Preisgeld. Die ESL-Verantwortlichen sind zufrieden mit der ersten Spielzeit, auch wenn natürlich nicht alles glatt läuft. Die fehlende Erfahrung wird mit viel Leidenschaft und Engagement ausgeglichen. Dazu stellt sich die ESL immer professioneller auf. Das sah anders aus, es gab ein ganz anderes technisches Setup. Wir haben einen Event-Chef dafür eingestellt, wir hatten ein Vollzeit-Team, was auf diesen IFNGs gearbeitet hat. Oh, war das geil, als wir eine Event-Crew hatten, als wir die Monitore nicht mehr selber schleppen mussten. Wenn wir wirklich bei einem Event ankamen und ich konnte mich um Sponsoren kümmern, ohne dass ich total verschwitzt war, weil ich ja jetzt gerade eben irgendwie 400 Kilo Hardware durch die Gegend geschleppt hatte. Ich hätte am Anfang so ein IFNG, keine Ahnung, 15.000 Euro gekostet und im Peak hat das später mal 100.000 Euro gekostet. Also es war eine irre Zeit. Klar, daran erinnert man sich. Ne? Das war wirklich, ja, das war E-Sport-Basisarbeit, One-on-One, Punkt. Das war geil. In der zweiten EPS-Saison ist Titelverteidiger Mouseboards natürlich ebenfalls wieder das Team, das es zu schlagen gilt. Erneut schafft es das Team auf die Finals. Doch im Finalspiel setzen sich überraschenderweise die A-Losers durch. Der zweite EPS-Titel war ein ganz, ganz besonderer, war auch ein sehr, sehr schöner Pokal. War nämlich mein erster von insgesamt 9 EPS-Titeln, die ich gewonnen habe. Weil keiner wirklich gedacht hat, dass wir das schaffen können und uns das zugetraut hat, hatten wir einen Riesenvorteil. Ich sag mal, wenn man dann im Finale schon ist, dann will man das auch irgendwie gewinnen. Und ich glaube, da wir halt alle frei aufspielen konnten, war das Selbstvertrauen dann halt auch groß. Und deswegen war es dann auch relativ eindeutig, sag ich mal. Gerade der Neo, Grey Fox, Blizzard, das war schon krass, was die da mit Mouseboards gemacht haben. Damals zu der Zeit war das, glaube ich, dann auch der Durchbruch in der deutschen Szene, nicht nur von mir, aber auch irgendwie von meinen Teamkollegen. Wir haben damals irgendwie eine sehr starke Leistung gebracht, auch übrigens gegen Roman dann im Finale gegen Mouseboards. Und ich denke mal, das hat dann auch den Grundstein gelegt für meine Karriere, auch dass ich dann direkt im Anschluss zu Mouseboards wechseln konnte. Die EPS hat sich mittlerweile zu der Liga schlechthin entwickelt. Hier spielt die Creme de la Creme der deutschen Counter-Strike-Szene. Die besten Teams, die besten Spieler. Ganz klar, jeder, der Ambitionen in Sachen CS hat, möchte unbedingt in die höchste deutsche Spielklasse kommen. Wer allerdings nicht zu einem EPS-Team wechseln kann, der musste den oft steinigen und harten Weg durch die ESL Amateur Series, kurz EAS, gehen. Ohne Amateure hätte es ja die Profis in der Pro Series nicht gegeben und wir haben ja alle klein angefangen. Von daher war es immer extrem wichtig, dass die ESL beides angeboten hat und quasi den Leuten den Weg aufgezeigt hat von ich fange eben an zu spielen, bis ich stehe dann irgendwann auf einem IFNG auf der Bühne. Das war schon toll. Ich habe eine Saison richtig EAS gespielt und auch wenn wir da relativ gut durchgekommen sind, war es viel oft knapper, als man gedacht hatte. Einfach weil in der EAS waren von den individuellen Skills, würde ich sagen, mindestens genauso gute Spieler wie in der EPS. Das letzte Quäntchen, die letzten 5%, die haben es dann eben ausgemacht, ob man in der EPS sich etablieren konnte, da bleiben konnte. Deswegen war das manchmal ganz schön schwierig. Das waren gute Spieler. Man darf nicht vergessen, die EAS, gerade First Division damals, war auch schon super krass. Also es ist nicht so, dass man Fallobst dort hatte und dann EPS ist ein neues Level, sondern da durchzukommen, so Teams, die es auf die Rehle dann geschafft haben, sich dann vielleicht sogar dort hochgespielt haben, das war damals schon eine krasse Leistung. Die EAS wurde im April 2003 angekündigt und diente als Qualifikationsliga für die EPS. Um die steigende Nachfrage der Clans zu bedienen, wurden später immer mehr Divisionen gestartet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir uns 2005 durch die EAS kämpften, um am Ende den Direktaufstieg in die ESL Pro Series zu schaffen. Das Gefühl, in der höchsten deutschen Spielklasse angekommen zu sein, war nicht nur für mich gigantisch.
für mich war es schon sehr besonders. Ich habe ja ganz jung angefangen. Mit 15 stand ich hinter den ehemaligen A-Losers-Spielern. Da wurde ich quasi schon von der Bodo-Lan oder auf der Bodo-Lan akquiriert. Habe dann noch hinter den alten A-Losers-Spielern gespielt, war das erste Mal auf einem IFNG und da war eine Bombenstimmung zu der Zeit. Nicht vergleichbar mit normalen LAN-Partys. Ja, und dann direkt mit 16, also 16 geworden, EPS eingestiegen. Das war schon für mich sehr bedeutend und beeindruckend. CS war mein Leben zu der Zeit. Ich glaube, damals gab es ja noch diesen ESL Pro Series, so ein Banner im Account. Sobald der drin war, warst du, ja, ging du mal, was ein anderer Mensch in der ESL. Also das war das Wichtigste für uns. Die EPS war definitiv die wichtigste Liga Deutschlands. Allein aus der Symbolkraft. Alle anderen Ligen waren Wettbewerbe, waren Side-Tournaments, ohne das Böse zu meinen. Aber wer sich als bestes Team Deutschlands schimpfen wollte, musste die EPS gewinnen. War damals für alle, glaube ich, die irgendwie gespielt haben, auch viel in der EAS gespielt haben oder auch angefangen haben in den normalen Five on Fives oder in der Clan Base, wie auch immer, war irgendwann das Ziel, ich möchte mal in die Königsklasse aufsteigen, in die EPS. Der Kampf um die deutsche Counter-Strike-Krone sorgt immer wieder für spektakuläre Spiele und Rivalitäten. In den Jahren 2004 und 2005 gewinnt das Team von Okrana zweimal den EPS-Titel. Ja! Ganz besonders legendär sind aber natürlich die EPS-Duelle zwischen Mouseboards und Alternate Attacks. Zwischen 2006 und 2012 war es das Duell der Giganten. Der deutsche El Clasico, der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ich erinnere mich noch, auch wo ich früher zugeschaut habe, Friday Night Game in Frankfurt oder andere Friday Night Games, also es war immer wieder einfach El Clasico, man hat sich gefreut und hat sehr gerne geschaut. Das war halt das Match der Saison, was du sehen wolltest, so, ne? Da waren die Streams voll, da waren die Hallen voll und das Spiel wollte einfach jeder verfolgen, so. Und dadurch, dass es halt auch nicht immer war, das eine Team gewinnt jedes Mal, sondern dass es auch immer sehr ausgeglichen war untereinander, war das halt mega geil. Maus war immer ganz oben dabei, waren immer die, die es zu schlagen galt oder in den meisten Fällen die, die es zu schlagen galt und die Chance zu haben, da gegen die spielen zu können, war schon gut. Und dann manchmal hier und da noch die Chance haben, sie schlagen zu können. Das hat es nochmal besonders spannend gemacht. Aber es war nie einfach. Es war immer eine extreme Herausforderung. Aber wenn man dann nah dran war oder es sogar geschafft hat, es gab nichts Schöneres. Ich sag das jetzt einfach. Das Einzige, was Atax wollte, also die Spieler zumindest, war, mich zu besiegen. Das war alles. Ich habe immer so gesagt, hört auf, gegen mich zu spielen, versucht mal internationale Titel zu gewinnen, aber der Fokus war knallhart auf Mouseboards und dann auch, ich war so das Feindbild wahrscheinlich, haben die auch Jahre später zugegeben, dass sie zu fünf meiner Spiele sich angeschaut haben und versucht haben, gegen mich zu spielen, weil die wussten, ich war wichtig für das Team. Ich denke, diese Matches hatten auf jeden Fall diesen Derby-Charakter, den wir heute so ein bisschen in der deutschen Szene vermissen, zumindest, würde ich sagen. Das waren die Matches, da hast du dich abends halt im Teamspeak oder Ventrilo oder Mumble, was es damals war, ich weiß es gar nicht mehr, getroffen und die hast natürlich immer geguckt. Es hat einfach Spaß gemacht, dazu zu schauen und war einfach krass. Zu dem Zeitpunkt war man selber auch noch ein richtiger Noob und dachte man, wie krass sind die, kann ich jemals so krass werden? Da hat man ja gar nicht drüber nachgedacht, dass man selber mal das spielen könnte und war schon immer geil, das zu sehen. Ich erinnere mich jetzt immer noch gerne an die Intel Friday Night Games gegen Alternate zurück, weil das immer sehr spannende, hochexplosive Matches waren. Und deswegen, das sind die Spiele, wofür man lebt. Und es hat halt echt Bock gemacht damals. Das Werksteam des Computerspezialisten aus Hessen konnte die Mäuse immer wieder ärgern und insgesamt dreimal die ESL Pro Series gewinnen. Trotzdem sicherte sich Mouseboards natürlich deutlich mehr EPS-Titel und wurde zum Dauergewinner der EPS. Egal ob zu Beginn mit Roman R, Gore und Blizzard oder dann später mit Carpio, Gob und Six. Mouseboards dominierte fast immer die ESL Pro Series. War immer kein gutes Gefühl, gegen Mouseboards zu spielen, was nur das Lob meinerseits für Mouseboards ausdrückt. Die waren von Anfang an einfach extrem gut, auch von den Spielern und dann auch als Team. Und dann natürlich langfristig eigentlich nur, weil die Organisation drumherum auch geklappt hat. Es war quasi ein Clan für Gamer. Und das hat sich eben durch jede Phase gezogen. Das hat eben auch die ganze Community vorangebracht. Wenn man auf Dauer so erfolgreich sein möchte, dann muss man das irgendwie schaffen, dass die Spieler das gleiche Ziel haben und auch das gleiche investieren. Und Maus hat das einen Großteil davon einfach immer schon abgedeckt, dadurch, dass sie so professionell waren. Die waren einfach der Vorreiter, was das anging. Und die Professionalität geht dann irgendwann auf die Spieler über und
Und auch jeder neue Spieler, der kommt, selbst wenn er ausgewechselt wird, der nimmt das direkt an. Und das wird dann schlussendlich auch im Spiel sichtbar. Und das sieht man dann in, wie viel sich vorbereitet wurde, wie viele Gedanken sich gemacht wurden, in der Kommunikation. Kaum Ausfälle, also Ausfälle im Sinne von, die haben alle konstant auf hohem Niveau gespielt. Das hat nicht jeder hingekriegt. Das musst du erstmal hinkriegen, rein mental, psychisch, den Fokus zu halten. Und das war einfach Erfolgsgarant Nummer 1, würde ich sagen, ja, definitiv. Die Dominanz der Mäuse führte auch dazu, dass es in der gesamten EPS-Zeit von 2002 bis 2012 nur 5 verschiedene Titelträger gab. Die A-Losers, zweimal das Team von Orkana, dreimal Alternate Attacks, die Dot Pixels in der letzten EPS-Saison und natürlich Mouseboards mit satten 14 EPS-Titeln. Das war einfach so vom Prestige her, also das Team in Deutschland, wie Bayern München sagt man ja immer ganz gerne, und da wollte man hin, die haben die Erfolge eingeholt. Und alles drumherum, die Infrastruktur im Team war immer sehr, sehr gut bei Mouseboards. Und das sind so die Geheimnisse, sag ich mal, oder das, was das Team ausgemacht hat. Auch die Friday Night Games hatten sich bei der Community schnell etabliert und sorgten jahrelang in ganz Deutschland für volle Hallen und gute Stimmung. Langjährige Moderatoren waren neben Alexander Albrecht und Nick Adams auch Andreas Prelensky, Daniel Bilala, Dennis Take Gehlen und Matthias Maase-Meyer. Die Intel Friday Night Games stehen für mich eigentlich immer noch für das, wohin der deutsche E-Sport eigentlich hätte weitergehen müssen. Das hätte man weiter forcieren müssen, lokale Fanbases fördern und so weiter. Also auf jedem Intel Friday Night Game habe ich mich eigentlich angekommen gefühlt. Das war schon auch sehr speziell, gerade mit dem Publikum. Und wir hatten damals, meine ich sogar, war oft das Publikum voll auf unserer Seite. Also gerade bei Alternate hatten wir so viel Unterstützung, das war schon auch sehr speziell und schön. Das fängt an, wenn man sich da, wenn man alles aufbaut und dann sieht, wie da immer mehr Plätze besetzt werden und schon die Spannung steigt. Und während des Matches bekommt man natürlich von der Stimmung her nicht viel mit, außer es passiert irgendwie was Krasses, irgendjemand hat eine super Aktion gemacht oder die Runde wird gewonnen, dann der Jubel, den man dann so leicht durch die Kopfhörer hört, bis dann am Ende, bis man halt gewinnt und sich umarmt und dann halt sieht, wie da vorne alle stehen, und ich glaube, sowas werde ich nie wieder kriegen. Das ist das, was ich heutzutage vermisse, man ist so ein bisschen näher den Fans, den Leuten, den Leuten rund um die Szene, und das ist das, was ich so heutzutage doch ein wenig vermisse, würde ich sagen. Also für mich waren die FNGs absolut cool und etwas, was man durchaus wieder als Konzept integrieren könnte. Und ich denke, das würde gut ankommen. Nicht vergessen dürfen wir das Jahr 2006. Mit Cruncher von The Next Generation schaffte es die erste Frau in die ESL Pro Series. In der 9. EPS-Saison landet sie mit TNG auf Platz 14. 3 Jahre später sorgen die Snowguard Dragons für ein absolutes Novum in der EPS. Mit dem ehemaligen Female-Team von Alternate Attacks stellen sie das erste reine Frauenteam. Das Ziel war für Aufsehen sorgen. Für die Mädels, das persönliche Ziel, haben wir den damals im, ich weiß gar nicht, ob es Teamspeak war, habt Spaß, haben wir den einfach gesagt. Sammelt Erfahrung, habt Spaß, nehmt alles mit. Ich weiß noch, als ich das damals gehört habe, habe ich mir erstmal gedacht, ist das jetzt eine Scherzfrage oder, also das können die ja eigentlich nicht ernst meinen. Bis sich dann herausgestellt hat, doch, die haben das mal total ernst gemeint. Uns war schon klar, dass wir den Slot verlieren werden, ganz klar. Wir hatten uns einfach erhofft, damit für Aufsehen zu sorgen, was wir, glaube ich, auch relativ gut geschafft haben. Wir waren in aller Munde. Wir wollten gerne ein FNG haben, das haben wir auch bekommen in Bochum. Die Mädels sollten einfach Erfahrung sammeln. Große Erwartungen haben wir eigentlich an die Mädels nicht gehabt. Wir sind an den Start gegangen mit dem Ziel, einfach in jedem Spiel unser Bestes zu geben, so viele Runden wie möglich zu holen und am Ende vielleicht sogar die ein oder andere Überraschung hinzukriegen. Für sie war es natürlich auch ein großer PR-Coup, brauchen wir, glaube ich, auch nicht drum herum reden. Aber zumindest hatte man dann auch mal mehr Sensibilisierung, dass Frauen eben auch aktiv dieses Spiel spielen und da halt auch ganz oben mitmischen wollen. Und ich glaube, und ich bin immer noch überzeugt davon, viele von den Frauen sind besser als viele Männer, die glauben, besser zu sein. Das war natürlich erstmal überraschend, aber ich fand es eigentlich einen ganz guten Coup, marketingtechnisch. Spielerisch war das abzusehen, dass es schwer wird, aber es war klug und clever gemacht. Aus Marketing-Sicht war die Verpflichtung damals auf jeden Fall richtig. Denn auch außerhalb der Counter-Strike-Szene wurde über das erste Frauenteam in der höchsten deutschen Spielklasse berichtet.
Einen EPS-Sieg konnten die Snowguard Dragons aber nicht einfahren. Unterm Strich war es trotzdem eine positive Erfahrung und auch die Kommentare, die auch von anderen Spielern einem dann tatsächlich auch innerhalb der EPS dann in Privatnachrichten oder auf dem Server oder so entgegenkamen, die waren so super. Da wurden Tipps, Durchhalteparolen oder sonst was gesendet und das hat einem auch Kraft gegeben, dann einfach weiterzumachen. Nach insgesamt 21 Spielzeiten kam im Jahr 2012 das Ende der ESL Pro Series in Counter-Strike 1.6, ganz genau 10 Jahre nach dem Start. Zum Abschluss gewannen die Dot Pixels mit Mini Roman und Kirby den letzten EPS-Titel, kommentiert von Knochen. Es liegt nur noch Trouble, kommt wieder über Schacht, Trouble und er fällt und wir haben einen deutschen Meister! Dot Pixels gewinnt hier! Also ich würde tatsächlich sagen, das ist der beste Sieg gewesen. Also auch weil, auch natürlich habe ich es in Go mehr erlebt, weil ich in 1.6 erst zum Ende dazu kam. Trotzdem ist das irgendwie der Sieg, der für mich am wichtigsten ist, weil 1.6, ich würde immer sagen, Go oder 1.6, würde ich immer sagen 1.6. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ESL Pro Series aufgrund mehrerer Faktoren zur beliebtesten Liga in Deutschland wurde. Die ESL wurde Anfang der 2000er Jahre immer größer, die Spielerzahlen wuchsen und auch die Professionalität nahm zu. Dazu hatte der Ligenbetreiber mit dem Chiphersteller Intel einen starken Partner im Rücken. Auch die Erfindung der Friday Night Games erwies sich als goldrichtig. Schade war allerdings, dass durch den starken Fokus auf die EPS andere Ligen fast keine Rolle mehr spielten. Auch das Thema Cheats blieb ein Dauerbrenner. Trotzdem, die ESL Pro Series war eine jahrelange Erfolgsgeschichte, auf die Legenden von damals auch heute noch gern zurückschauen. Ich schaue heutzutage auf die EPS zurück und vermisse sie sehr. Ich denke, das würde der deutschen Szene guttun, wieder sowas zu haben. Viele neue, starke deutsche Teams, die sich beweisen können, wer die Besten in Deutschland sind. Und damals war es halt ein sehr umkämpftes Feld, sage ich mal, mit hohem Prestigewert. Das war das wichtigste Turnier in Deutschland über eigentlich die gesamte Zeit. Und natürlich gab es die noch größeren Turniere wie die TPL und Co., aber ich sag mal, das war immer so ein Nebending. Selbst wenn du mal dahin gefahren wärst und gewonnen hättest, DPS zu gewinnen, dann warst du in Deutschland ganz oben dabei und das war das, worauf alle geschaut haben. Man hat es genossen, man hat sich gefreut über die Sieger, man hat sich einen kleinen Namen gemacht vielleicht damals und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Natürlich gab es auch nach dem Ende von Counter-Strike 1.6 noch die ESL Pro Series bzw. die ESL Meisterschaft. Und natürlich war es schade, als sie Ende 2023 eingestellt wurde. Trotzdem, die Erinnerungen bleiben. Denn die ESL Pro Series war früher auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Es war die Counter-Strike-Königsklasse, die Champions League.